Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? Deine Erfolge und die Statistik. Moment der Wahrheit. Für welches Team entscheidest du dich? Die letzten fünf brechen an. Und ich bin wieder natürlich tierisch gespannt, was für ein Mist ich mir heute wieder ordnen muss. Willkommen zu Wer weiß denn sowas? Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Wussten Sie eigentlich, dass laut einer aktuellen, ganz neuen Vermessung, sie stammt aus dem Dezember 2020, der Mount Everest jetzt 86 Zentimeter höher ist, nämlich genau 8484,86 Meter hoch? So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen welchem Team ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt, was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Und bitte setzen Sie sich auch auf diese Seite. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elken. Zwölf Fragen, sechs mit jedem Team für jede richtige Antwort. 500 Euro und zwei Publikumsjoker für jeden Team. Eins gibt es natürlich auch. Es sind auch heute wieder 12 Kategorien auf unserer Wand. 12 Kategorien heute sind total genial, Big 17, Popmusik, das Fragezeichen, Rocker, damals Insekt, unser Körper, Mode, Internet, Straßenverkehr und Schlagzeilen. Oh, ihr Männer. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Ich nehme mal die Rocker. Hier zusammen würde ich natürlich Rocker nehmen. Chlor. Um den Ruf bei seinen Fans nicht zu verlieren, ging Rocklegende Alice Cooper jahrelang nur A. mit angeklebtem Schnurrbart auf den Golfplatz, B. nachts mit seinem pinken Beachcruiser auf die Piste oder C. heimlich zu Veranstaltungen seiner alten Pfadfindergruppe. Also ich weiß zum Beispiel, dass der sehr, sehr gut Golf spielen kann, das weiß ich. Das habe ich schon gehört. Also, der kann unglaublich gut Golf spielen. Also, das muss unglaublich sein, wie geil, dass der Golf spielen kann. Aber ob der sich unbedingt ein Schnurrbart angeklebt hat, also, das wäre mir jetzt neu. Heimlich zur Veranstaltung seiner alten Pfadfindergruppe. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das mit dem Golfding, das kann ich mir vorstellen. Wenn der nur ein Schnurrbart anklebt, dann ist er, sieht er doch immer noch aus wie Alice Cooper eigentlich, oder? Ich überlege, ob wenig auch irgendwann rausgekommen wäre. Ne? Das muss ja nur mal einer fotografiert haben. Wobei, es war ja nur am Anfang. Also, es ist ja noch nicht diese Internetzeit gewesen. Ich bin auch B. Sagen wir B. Das hätte sich rumgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir nehmen das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer glaubt es zu wissen? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. So, wen nehmen wir? Also wie gesagt, das mit der Frage 1, das ist ja... Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Antwort A. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Das passt für mich am besten. War ja klar. A ist eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. In den 1980ern wurde Alice Cooper von seinen Fans für seine furchterregenden Auftritte gefeiert. Doch er pflegte eine Leidenschaft, der er über längere Zeit nur heimlich nachging: Golf spielen. Wie er 2009 in einem Interview zugab, ließ sich Cooper auf dem Golfplatz nur mit angeklebtem Schnurrbart blicken. Irgendwann reichte es dem Skandalrocker und er setzte der Geheimnistuerei ein Ende. Mittlerweile spielt Cooper fast täglich und nimmt sogar an renommierten Golfturnieren teil. Die ersten 500 Euro. Ich hab was gedacht, ey.
Das hat er mal im RTL in dieser Chartshow, da war der mal eingeladen. Und da hat er das gesagt, dass der unglaublich gut Golf spielen kann. Insekten nehmen wir. Bienenfreunde wissen, dass A. Honigbienen nicht mit Zuckerwasser gefüttert werden sollten, B. der ruhige Summton von Hummeln Misstrauen signalisiert oder C. Wildbienen seltener stechen als Honigbienen. Sag mal, was sagst du zu A? Das finde ich, klingt okay. Sag mal, fällt dir zu B was ein? Das glaube ich, das würde ich aber ausschließen. Ja, wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Für staatenbildende Honigbienen ist es lebensnotwendig, die Königin und die Nahrungsreserven zu verteidigen. Sie können zum Beispiel auf dunkle Kleidung, hektische Bewegungen und Lärm in unmittelbarer Nähe des Bienenstocks reagieren. Die meisten Wildbienenarten hingegen leben allein. Bei vielen Arten ist der Stachel außerdem nicht kräftig genug, um Menschenhaut zu durchdringen. Wildbienen stechen seltener und können daher gefahrloser an Nestern und Blüten beobachtet werden. Leider bleibt okay. Es bei 0 Euro. In Ordnung. So, weiter gehen wir. Gottes Wille, ey. Wie wär's mit? Hast du einen Führerschein? Wer in Slowenien mit dem Auto unterwegs ist, ist verpflichtet, A. stündlich die Staumeldungen im Radio zu verfolgen, B. beim Parken die Handbremse zu lösen und den Gang rauszunehmen oder C. beim Rückwärtsfahren das Warnblinklicht einzuschalten. Also verpflichtet, dass du jede Stunde die Staumeldung hörst. Das kann keiner nachprüfen, tut mir leid, aber das ist für mich ein totales Schwachsinn. Also sorry, ich meine, das ist doch totale Fetz, das kann doch kein Mensch nachweisen, ob du da irgendwie Staumeldungen verfolgst im Radio oder nicht. Also sorry, aber ey, das ist doch totale Fetz mit Krüge. Beim Parken die Handbremse zu lösen und den Gang rauszunehmen, es sei denn, sind die noch ganz sauber, wollen die unbedingt, dass das Auto abhaut oder was? Also, wenn du mich fragst, ist es Antwort C. Definitiv. Also, hört sich für mich mit Abstand am logischsten an. Du bist dazu verpflichtet. Das finde ich halt. Also, wenn es. Also, bei gerade Staumeldungen, wenn es heißt, du musst irgendwie. Wenn du so ein Geisterfahrer oder sowas. Also, wenn du da die Handbremse löst und den Gang rausnimmst. Findest du dein Auto immer wieder? Einfach nur ins Tal gehen. Einfach nur ins Tal gehen, ja genau. Doch. Ich bin dann AC für C. Ja, genau, da bin ich auch dafür. Also das kann ich eigentlich nur C. C sein, oder? Ihr sagt C. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Slowenien ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Autofahrer sollten sich aber mit den örtlichen Verkehrsregeln vertraut machen. Wer zum Beispiel rückwärts einparkt oder seinen Wagen zurücksetzt, muss laut der slowenischen Straßenverkehrsordnung das Warnblinklicht einschalten. Das soll die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Das kann nur das sein. Also ich mein, wie soll denn das einer nachprüfen? Hockt da jedes Mal ein Polizist bei dir hinten drin im Auto? So, wie machen wir weiter? So ein Schwachsinn, ey. Ich bin für Mode. Was denkst du? Ich nehme mal Mode. Wir hätten gerne Mode. Wer sich modische Swans zu Hause anfertigt, der verwandelt A. einzelne Socken in elastische Uhrenarmbänder, B. eine abnehmbare Kapuze in Handschuhe oder C. einen bunten Strickpulli in eine Hose. C eventuell, oder? Sweater und Pants, das sind Swans. Wie stehst denn du zu A? Das glaube ich nicht. Und deswegen nehmen wir C. Wir nehmen C. Wir schauen, ob das auch wirklich stimmt. Der Begriff Swans setzt sich aus den englischen Wörtern für Pullover und Hose zusammen.
Für diesen Trend wird bei einem bunten Pullover am Rand des Kragens ein Rechteck herausgeschnitten. Etwa 20 cm auf der Vorderseite und 15 cm auf der Rückseite. Der Pulli wird gewendet und mit der Vorderseite nach oben gelegt. Die Ärmel werden zur Mitte hin gefaltet und die Schulterpartie mit der Rückseite des Pullovers zusammengenäht. Nun wird die Öffnung auf der Vorderseite geschlossen und die entstehenden Laschen werden an die Außenkante des Pullovers genäht. Das Kleidungsstück richtig herumwenden und voilà, fertig sind die Sweats, die mit einem Gürtel gebunden werden. Arsche! Was ist denn das für eine Scheiße? 500 Euro, die ersten 500 Euro. Nächste Kategorie. Was für ein Idiot macht denn sowas? Das ist unglaublich. Oh, um die Schlagzeilen. Ja. Warum gab es am 3. April 2021 in Kairo eine große Parade mit Lichtshow, Chor und Orchester? A. Der Bagger, der das Schiff Ever Given befreite, wurde verschrottet. B. Ein Sandsturm, der nur alle 7 Jahre stattfindet, zog vorbei. Oder C. Ramses II. Und 21 weitere altägyptische Mumien zogen um. Was ist kaputt? Sind mich verarscht oder was? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Das glaube ich nicht. Ich meine, C schließt mir aus. Gut, dann nehmen wir A. Dann nehmen wir A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Hier ist die Lösung. Am 3. April 2021 leuchtete die Innenstadt von Kairo in einer gleißenden Lichtshow. Von einem pompösen Orchester und einem Chor begleitet, fuhren zu diesem Anlass angefertigte Wagen mit Luftfederung durch die von tausenden verkleideten Statisten gesäumten Straßen. Im Inneren der Wagen befanden sich die Mumien von Ramses II. Und 21 weiteren Königen und Königinnen, die mit der Parade in das neue Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation umzogen. Also, es bleibt bei 1.000 Euro. Weiter geht's. Wollen wir Internet nehmen? Wollen wir denn das Internet nehmen? Wir versuchen es mit Internet. Wer Suchmaschinen-Wacking betreibt, versucht A. mit einem Trick, dass eine Webseite unten in der Trefferliste landet, B. anonym Einträge auf Wissensportalen unsinnig umzuschreiben oder C. mit nur 2 Suchbegriffen exakt ein Ergebnis zu erhalten. Wäre B möglich? Also B macht echt am meisten Sinn. A vielleicht? Also ich würde A. Hab ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Nee, wir sagen B. Also B ist eingeloggt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Suchmaschinen-Wacking bezeichnet ein Spiel, bei dem es darum geht, mit 2 unterschiedlichen Suchbegriffen genau einen Treffer in den Ergebnissen einer Suchmaschine zu erhalten. Einzige Regel ist, dass beide Begriffe im Wörterbuch stehen müssen. Am erfolgversprechendsten sind nicht alltägliche Wörter, die möglichst wenig miteinander zu tun haben. Es bleibt bei 500 Euro. Was soll der Scheiß? Haben die Leute nichts mehr zu tun oder was? Was also wirklich, ey. Na, nehmen wir mal das doch. Wir nehmen unser Körper und danach. Hakt es zwischen der Form und der Lemma-Ebene? A. Liegt ein Wort auf der Zunge, fällt dem Sprecher aber nicht ein? B. Kann ein Patient nicht mehr mit den Händen seine Füße erreichen? Oder C. Weiß ein Träumender, dass er träumt? Also das Erste, was ich jetzt gedacht habe, wäre definitiv Antwort A. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es Antwort A. Es kann nur A sein, oder? Ja. Das schließe ich aus. Also ich kann mir C nicht vorstellen. Ja, das kann eigentlich... Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Lexem und Lemma sind Ebenen unseres Wortwissens. Lemma umfasst Grammatik und Bedeutung.
Lexim das Wissen um Wortbildung und Lautgestalt, also die Form. Beim Abspeichern und Abrufen eines Eintrages im Gedächtnis sind mehrere Informationen gleichzeitig erforderlich. Um Worte zu bilden, müssen sie unter konkurrierenden Auswahlkandidaten ausgewählt werden. Hakt es auf der Lemma-Ebene oder auf der Lexem-Ebene, kommt es zu Verwechslungen und Versprechern. Hakt es in der Verbindung der beiden Ebenen, scheint das Wort auf der Zunge zu liegen, aber fällt einem nicht ein. Euro. Machen wir weiter. Was hältst du von Popmusik? Oh, nö. Nehmen wir Trick 17? Trick 17. Wir nehmen Trick 17. Mit etwas Speiseöl versetzter Sand hilft dabei, A, den Ernteertrag von Erdbeerpflanzen zu erhöhen, B, Gartenwerkzeug rostfrei zu lagern oder C, Ameisen zu vertreiben. Antwort A. Also ich würde erstmal A ausschließen. Was hältst denn du von B? Rosten tut man ja meist, wenn halt Luft reinkommt, Sauerstoff. Und wenn jetzt das im Sand ist, kommt ja schon mal kein Sauerstoff rein. Dann noch Öl, das heißt, es schmiert auch noch ein bisschen. Ich finde es auch ein bisschen komisch tatsächlich, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Wir nehmen B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Wir werden es sofort überprüfen. Zunächst wird ein Behälter mit Sand gefüllt. Nun etwas Speiseöl, wie zum Beispiel Leinöl, hinzufügen und das Ganze vermengen. Voilà, der perfekte Ort, um Gartenwerkzeug winterfest zu lagern. Dazu das Werkzeug grob vorreinigen und dann einfach in den Sand stecken. Das Öl schmiegt sich in das Werkzeug und schützt es monatelang vor Feuchtigkeit und Rost. 500 Euro oben drauf, 1000 Euro. Ja, nee, ist klar. Wir haben noch vier Kategorien. Oh je, ich glaube, wir nehmen mal das Fragezeichen, hä? Dann nehmen wir das Fragezeichen. Bei Krawattenknoten gibt es A. viele sogenannte selbstlösende Varianten, B. über 300 gebräuchliche Formen oder C. immer eine britische und eine französische Variante. Ich kenne mich mit Krawattenbinden überhaupt nicht aus. Das klingt für mich total schlüssig. Das glaube ich nicht. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, wir sagen mal C eher nicht. Ja. Das wäre für mich jetzt auch das erste gewesen, was ich mir gedacht hätte, also. Ihr nehmt A. Hier ist die richtige Antwort. Es gibt über 80 verschiedene Möglichkeiten, eine Krawatte zu binden. Obwohl sie mitunter kompliziert zu binden sind, lassen sich viele Knoten leicht wieder lösen. Denn die meisten Knotenarten, wie der einfache Windsor, sind selbstlösend. Zieht man das schmale Ende nach oben aus dem Knoten, zerfällt er einfach. Jo, Mann! Richtig. Läuft bei mir! 2000 Euro. Drei Kategorien haben wir noch. Was hältst du von Popmusik? Ja, nein. Nehmen wir damals? Wir nehmen damals. Wir hätten gerne damals. Welche Tradition in den USA entstand mit der Einweihung der Freiheitsstatue am 28. Oktober 1886 in New York? A. Cheerleading in Halbzeitpausen, B. Kostümierung zu Halloween oder C. Konfetti-Parade zu besonderen Ereignissen? Eventuell B? Hm? Aber Halloween, das ist doch so eine irische Geschichte, Toten. Warum sollten die, auch wenn das der 28. Oktober ist? Sag mal, könnte es A sein? A halte ich für ein bisschen strange. C, möglicherweise, hä? Lass uns C nehmen. Auch wenn es vielleicht schief läuft und die uns gleich hinten mit der Keule drohen, aber wir nehmen einfach mal C. Okay, wir haben C eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Als die Freiheitsstatue am 28. Oktober 1886 eingeweiht wurde, gab es einen Festumzug, der auch durch das Börsenviertel führte. Die Büroarbeiter begannen, die Papierstreifen der Börsenticker aus den Fenstern zu werfen.
Diese ungeplante Aktion gilt als Geburtsstunde der Ticker-Tape-Parades, die in der Folge bei besonderen Ereignissen populär wurden. €500 dazu, wir sind bei 1.500 €. Augüb! Eine Frage noch für beide Teams. Eher nicht. Och, ey, Alter, ich will doch nicht total genial nehmen, ey. Ach, Mann, ey. Also gut. Und total genial ist nochmal so ein Haushaltstipp. Ja, das ist ja die Schlimme. Wobei helfen Luftpolsterfolie und eine Spritze? A. Flicken einer undichten Luftmatratze. B. Herstellen von Fruchtgummibonbons. Oder C. Anfertigen einer Fußmatte. Also beim ersten Gedanke war Antwort A meins. Aber was hat die Spritze damit zu tun? Also wie soll man damit eine Luftmatratze flicken, wenn sie undicht ist? Das hieße doch, man muss die da irgendwie reinkriegen. Ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Du nimmst die Luftpolsterfolie und spritzt flüssige Fruchtgummibonbon-Rohmasse in diese Löcher rein. Dann hast du direkt eine Form. Und dann kommt das in den Kühlschrank oder wo auch immer hin. Anfertigung einer Fußmatte. Das heißt, ich komme nach Hause, brauche eine Fußmatte. Du gibst mir eine Luftpolsterfolie und eine Spritze. Ich frage dich, was soll ich damit machen? Was würdest du antworten? Ich weiß nicht, ey. Also das Antwort C kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also dieses Fruchtgummibonbons, also das hat sich ganz gut angehört, wie der das erzählt hat. Also, nehmen wir mal B. Wir nehmen B, Punkt. Wir haben B eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Zuerst wird Fruchtsaft nach Wahl mit etwas Zitronensaft, Gelatine und Zucker in einen Topf gegeben. Kurz aufgekocht und verwirrt. Anschließend wird das Gemisch mit einer Spritze aufgezogen und eine Nadel auf die Spritze gesetzt. Nun wird die Mischung in eine Luftpolsterfolie gespritzt. Ist die Flüssigkeit nach ein paar Stunden bei Zimmertemperatur hart geworden, kann sie mit Hilfe der Nadel von der Folie befreit werden. Und die Fruchtgummibonbons sind fertig. Unglaublich, ja. Ihr kriegt noch eine Frage. Eine Chance habt ihr noch. Popmusik. Wie unterscheidet sich ein Gitarrenriff von einem Gitarrenlick? A. Ein Lick setzt sich aus mehreren Riffs zusammen. B. Licks werden nur von der Rhythmusgitarre gespielt. Oder C. Ein Riff bildet das Motiv eines Songs. Sagt ihr vielleicht C etwas? Die zwei berühmtesten Gitarrenriffs sind Smoke on the Water, Stones, I Can Get No Satisfaction. Und das ist ja die ganze Zeit über. Sag mal, könnte es A sein? Schließen wir aus. Wir nehmen C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Die Begriffe Riff und Lick sind vor allem aus dem Jazz und der Rockmusik bekannt. Bei einem Lick handelt es sich um eine musikalische Phrase, die als kurze Melodielinie aus meist nur ein bis zwei Takten besteht. Das Lick kann leicht in andere Tonarten übertragen werden und in verschiedenen Songs verwendet werden, ohne sofort erkannt zu werden. Ein Riff hingegen ist die Hauptidee eines Liedes oder Liedabschnittes. Es bildet das Motiv und damit das Hauptthema und wird daher untrennbar mit einem Lied verbunden. Ihr
ihr seid bei 2000 Euro. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Also, wir haben einen Zwischenstand vor dem Finale. War wieder mal eine gute Vorrunde. Das Team Bernhard, 2500 Euro momentan auf dem Konto. Das Team Elton, 2000 Euro auf eurem Konto. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. So, beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Zu den Gründungsmitgliedern welcher dieser Rockbands gehörten keine Geschwister? A. Kings of Leon. B. Green Day. Oder C. Radiohead. 20 Sekunden ab jetzt. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Also verkacke ich es wieder. Wohl unsere beiden Teams gesetzt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort C. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Radiohead, Gründungsmitglieder Johnny und Colin, Green Day, Billy Joe, Mike und Dre Cool und Kings of Leon, Caleb, Jared und Nathan. Keine Geschwister. Billy Joe, Mike und Dre Cool, Green Day. Bei den dreien ist... keiner miteinander verwandt, ist richtig. Antwort B ist richtig. Das bedeutet, dass... Wir sollen das wissen. Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wie immer gilt, die Vorrunde war wieder super. Und die letzte Frage vergessen wir mal. Ja, aber wieder 5 Fragen richtig gehabt, also das ist ja echt einmal richtig nice. Nun ja, was soll's? Da bleiben nur noch 4 übrig. Was soll's? Das Leben geht weiter. Die letzte Frage, wie ist es halt immer wieder? Was soll's? Fakt ist, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.